Wer einen Brombeerstrauch in seiner Nähe kennt, kann Brombeeren ganz einfach selbst von Ende Juli bis in den Oktober hinein ernten und zu einer leckeren Marmelade verarbeiten. Damit die Marmelade am Ende nicht nur gut schmeckt, sondern auch lange haltbar bleibt, solltet ihr ein paar Dinge beachten. Hier will ich euch ein paar Tipps zum Ernten geben, ein Grundrezept vorstellen, das ihr leicht abwandeln könnt und zeigen, wie die Marmelade am Ende nahezu unbegrenzt haltbar bleibt. Wichtig ist, dass man vollreife Früchte erntet, denn nur sie haben das volle Aroma und schmecken süß. Wenn Brombeeren reifen, wechselt die Farbe von grün zu rot-violett hin zu einem intensiven Schwarzblau. Sie sind dann aber zunächst noch klein, fest und sauer. Mit zunehmender Reife werden sie dann immer größer, weicher, saftiger und süßer. Voll ausgereift lassen sie sich leicht pflücken, sie fallen einem dann beim Anfassen schon fast in die Hand. Die Dornen sind kleine Widerhaken, die gegen die Wuchsrichtung zeigen. Wenn ihr euch also mal verhakt, bewegt euch langsam und in Wuchsrichtung, um die Dornen wieder behutsam aus der Kleidung zu lösen. Da die Brombeeren schnell schlecht werden, verarbeitet man sie noch am gleichen Tag. Als erstes sollte man die Beeren gründlich mit klarem Wasser abwaschen, denn in den wilden Beeren findet man immer Staub, Dreck und kleine Tierchen. Wir halten dazu einfach eine Schüssel unter fließendes Wasser, da so der Staub und die Tierchen aufschwimmen und beim Überlaufen abgespült werden. Der Dreck, der sich am Boden absetzt, spülen wir noch mit einem Sieb raus. Übrig bleiben die sauberen Brombeeren, die man dann direkt weiterverarbeiten kann. Bevor ihr die Brombeeren in den Topf packt, wiegt jede gewaschene Portion und notiert euch das Gewicht. Die fertig vorbereiteten Brombeeren könnt ihr nun einen Topf geben. Anschließend kommt der Gelierzucker dazu. Wir verwenden hier einen 1 zu 1 Gelierzucker. Das heißt, auf 2 Kilo Beeren kommt 2 Kilo Zucker. Der hohe Zuckeranteil bewirkt eine lange Haltbarkeit der Marmelade. Anschließend packt man den Topf auf den Herd und lässt die Marmelade langsam aufkochen. Wer will, kann das Grundrezept noch mit Vanille, Zimt, Zitrone oder anderen Früchten verfeinern. In meinem Artikel, der in der Videobeschreibung verlinkt ist, findet ihr hierzu noch weitere Rezeptvorschläge mit Mengenangaben. Während die Marmelade kocht, sterilisiere ich schon mal die Marmeladengläser. Hierfür gebe ich sie eine halbe Stunde bei ca. 120 Grad Celsius in den Backofen. Die Deckel mache ich mit kochendem Wasser aus dem Wasserkocher keimfrei. Die Marmelade sollte einmal gründlich aufkochen und dann ca. 15 bis 20 Minuten weiterköcheln, bis der Schaum wieder zusammengefallen ist. Nun sind alle Enzyme deaktiviert und sie ist fertig zum Abfüllen. Zum Befüllen der Gläser finde ich eine Schütte mit Schnabel ganz praktisch. Die habe ich natürlich ebenfalls mit kochendem Wasser sterilisiert. Achtet beim Befüllen der Gläser darauf, sie möglichst voll zu machen. Je weniger Luft, desto weniger Keime, die ihr im Glas einschließt. Der Glasrand sollte möglichst sauber sein, damit der Deckel am Ende luftdicht abschließt. Da die Gläser ziemlich heiß sind, nehmt zum Anfassen einen Topflappen, um euch beim Zudrehen nicht zu verbrennen. Zum Abkühlen stelle ich die Gläser auf den Kopf, so kann ich sehen, ob die Gläser Luft ziehen, was man an kleinen Bläschen erkennen kann, die im Glas aufsteigen. Marmelade in undichten Gläsern solltet ihr innerhalb von 2 Monaten verbrauchen. Marmelade in dichten Gläsern kann hingegen jahrzehntelang halten. Am Ende etikettiere ich die fertigen Marmeladengläser. Ich finde es praktisch, wenn dort mindestens die Sorte und das Herstellungsjahr erkennbar ist. Gelagert wird sie am besten kühl, dunkel und trocken. Damit bin ich am Ende. Mehr Tipps hierzu findet ihr noch in meinem Artikel, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Tschüss!